Hallo zu On The Grid, Claudia Schiesel, heute von den steirischen Landesmeisterschaften im Flossenschwimmen. Neben mir Ricardo Skringer, du bist Landessekretär im Landestauchsportverband und wenn ich mich erinnere auch Tauchlehrer. Ja, richtig. Um was geht es bei diesen Flossen-Landesmeisterschaften? Was haben wir heute da zu sehen gehabt? Naja, Flossenschwimmen ist einmal eine olympisch anerkannte Sportart. Es wird mit zwei unterschiedlichen Flossen geschwommen. Die sogenannte Monoflossen, wo man mit beiden Beinen in einer Flosse drinnen ist. Oder mit der Bifin, herkömmlich, wie man es vom normalen Tauchsport kennt. Ist eine sehr dynamische Sportart mit Geschwindigkeiten mit 3,5 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir schwimmen dort an der Oberfläche ca. 50 Meter. Weltrekord liegt jetzt, wenn ich mich nicht irre, bei 13 Sekunden 52. War das damals der Florian? Oder? Nein, das ist der schon ein Kolumbianer. Okay, ja, Weltrekord, ja. Weil es ist schon mal ein Weltrekord hier aufgestellt worden. 4 Jahre ist es mittlerweile her. Da waren wir beide bei der Weltmeisterschaft in der Organisation und du warst Master of Ceremony, wenn man so sagen kann. Flossenschwimmen, wo kann ich das machen in Graz und welche Vereine bieten das an? Ja, wir haben 8 Mitgliedsvereine und bei der Masse davon kann man es eigentlich ausüben. Da gehört der Steirische Tauchsportclub dazu, STC, der Grazer Tauchclub, GTC, der Sportunion FC Graz, wo wir selber tätig sind, wo wir heute wieder ausgerichtet haben. Und das Iron Team Graz, die bieten zurzeit das Flossenschwimmen an. Ja, nochmal Gratulation. Der Dominik Unger, Landesmeister, heute mal wieder geworden, hat ja wieder mal alles gewonnen, quer durch die Bank. Wo liegt für dich der Reiz beim Flossenschwimmen, respektive wo überhaupt bei diesem Austragen von solchen Bewerben? Naja, beim Austragen ist es eigentlich relevant, ohne Wettkampf stirbt der Sport. Daher sind die Wettkämpfe auszurichten. Es macht sehr viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten, mit jungen Sportlern zu arbeiten, die Jugend und Kinder zu fördern. Und irgendwann sollen sie ja auch dann in Richtung Weltspitze gehen. Wir haben ja da im Boot auch das Leistungszentrum, das Olympia-Leistungszentrum der Schwimmer besiedelt, wo dann Trainingskooperationen auch möglich sind. Auch Schwimmer verwenden die Flossen im Training und da ist die Synergie sicher da. Ja. Das hört sich einmal ziemlich spannend an. Ihr seht jetzt und habt ein paar Szenen jetzt auch vom Bewerb gesehen. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder, Ricardo. Alles Liebe. Danke dir. Ciao.